Zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update, um das, um was es heute geht. Das könnte in ferner Zukunft oder vielleicht schon in naher Zukunft kommen. Jedenfalls ist es bis jetzt nur ein Leak, aber in den Gamefiles wurde ein bisschen was gefunden, schon vor über anderthalb Jahren. Und jetzt sind aber neue Voice Lines bezüglich einer neuen eventuellen Care Package Only Waffe gefunden worden. Und zwar ist das der Raketenwerfer, der Archer, Raketenwerfer aus Titanfall. Das Original Titanfall Modell sieht so aus. Und in den Gamefiles wurde jetzt ein Modell gefunden, das dem sehr ähnlich sieht, aber ein bisschen abgewandelt in den Apex Legends Files natürlich. Und zwar sieht das Teil so aus. Wie gesagt, es wurden jetzt vor kurzem neue Voice Lines in Bezug auf diese Waffe gefunden. Respawn selbst hat vor kurzem bestätigt in einem Interview, dass sie schon seit längerem mit einer neuen oder mit neuen Care Package Only Waffen experimentieren. Wer sich jetzt wundert, was meine ich genau mit Care Package Only Waffe? Die Kraber ist bis jetzt zum Beispiel die einzige Waffe, die nur im Care Package war. Und soll es dann so sein, dass dieser Raketenwerfer auch nur in Care Package gefunden werden kann, kein Ground Loot und so weiter. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Kraber dann erstmal für eine Season verschwindet oder so ein Käse. Die Information, so weit wie ich sie her habe, da hieß es, dass eventuell die Kraber erstmal verschwindet. Das glaube ich aber einfach nicht. Es wird einfach, die Seltenheit der beiden Waffen werden wahrscheinlich geteilt. Ob und wann, wie gesagt, das müssen wir noch mal abwarten. Als Titanfall-Spieler, schreibt mal in die Kommentare, wie mächtig ist denn dieser Raketenwerfer? Ich gehe davon aus, dass der Raketenwerfer auch erstmal getroffen werden muss. Mit einem guten Highground in ein Squad rein, ein langsames Projektil, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre ganz geil. Ansonsten, wenn du auf einer Ebene stehst, ist es sicherlich nicht so einfach, mit dem Teil zu treffen. Ansonsten könnte ich mir als eine einzige Legende noch vorstellen, die einen extremen Vorteil haben sollte, wenn man auf einer Ebene ist. Horizon. Du haust die Q rein, wartest, bis du in der Luft bist, am höchsten Punkt, visierst an und knallst so eine Rakete in das gegnerische Squad, in der Third Party und so weiter und so fort. Ich stelle es mir mega cool vor, ich stelle es mir aber auch total OP vor, aber eine Care Package Only Waffe sollte auch eine gewisse Stärke haben, nur denke ich ein bisschen anders über Waffen, die wahrscheinlich, zumindest für meinen logischen Verstand, mehrere Gegner gleichzeitig extrem Schaden zufügen könnte. Und das ist natürlich eine heftige Nummer. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr? Zu krass, OP? Schreibt vor allen Dingen als Titanfall-Spieler mal rein, wenn ihr den Raketenwerfer gespielt habt. Wie schwer ist der zu bedienen und so weiter und so fort. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Freut euch drauf und so weiter. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.